So, dann wollen wir mal. Objekt 140 an einem Sonntag, langes Wochenende. Und ich sehe das schon. Meine Vorhersage für diese Runde: Unsere Leute schleudern sich in die TDs und die Artis und Autoloader und hast du nicht gesehen. Schau mal, ne? Freunde. Ja. Dauerregen von morgens bis abends. Im Westen und Süden Deutschlands. Es regnet, es regnet. Aber zum Glück teilweise nur morgens und mittags und abends. Hier Köln-Düsseldorf wird es wieder ein bisschen trocken, sodass man rausgehen kann. Ah, der hat's schon wieder eilig. Und kassiert jetzt gleich. Okay. Ja, Freunde, entspannt euch doch mal ein bisschen. Die ersten 5, 6, 7 Minuten lässt ihr mal die zwei Artis arbeiten. Oh, unsere Arti hat eine Gegner-Arti rausgecountert.
Okay. Ja. Ah, leider fährt jetzt keiner mit. Und die Arti ist hier nicht eingeaimt. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich tatsächlich ein Problem. Ja, du kommst jetzt hier nicht weiter, ne? Wenn von hinten keiner nachkommt, dann war's das mit mir. Genau das. Ja, Brudi, zu spät, ne? Sowohl Manticore als auch der Centurion AX sind nicht mitgefahren. Für die Leute, die dann immer meinen, ja, warum gammelt denn der Akku in der eigenen Base? Ja, genau deswegen, ne? Full AP Manticore hat sich entschieden, nicht mitzufahren. Und der andere Centurion ist weggeplatzt und der eine Centurion ist Low HP, hat auch keinen Bock. Ja. Deswegen auf Flugplatz in der eigenen Base rumsnipen, ne? Also die Taktik, die Akku sonst immer fährt, ist schon richtig, Freunde. Das kommt dabei raus, wenn du da rausfährst. Die Artis unterstützen irgendwie auch nicht. Kommt nix. Ja, und dann stirbst du weg. Also die Camper-Taktik von Akku ist schon die richtige, ne? Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das mal wieder als Beweis, dass man auf der Map nicht pushen kann am Anfang. Es funktioniert einfach nicht. Ganz einfach. Ja, jede Menge TDs. Bedeutet, wer auch immer da in die Stadt reinfährt, stirbt. Der Gegner hat drei, nee, vier FVs. Oh. Vier FVs im Gegnerteam. Ja, und ein, nee, zwei FVs in unserem Team. Wer hätte das gedacht? Ja, der hat's eilig. Das endet auf jeden Fall nicht gut. Bei vier FVs und dann noch Grille, Foch. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, was der da macht. Ultra gefährlich. Ja, linke Seite ist schwach besetzt. Ja, da ist auch schon die nächste Niederlage, würde ich mal fast behaupten.
Sieht nicht gut aus. Wir haben schon 4:1. Ja, ich hätte doch die linke Seite deffen sollen, wa? Tja. Ja, bei so vielen TDs traust du dich ja auch hier nirgendwo rauszufahren, ne? Ja, und da war der FV. Der steht immer noch da hinten und wartet auf seinen Schuss. Die 800er Kelle hat gesessen. Okay. Ja, Freunde, lasst doch schon mal ein Like da, damit ihr das nicht vergesst.
Lassen wir die zwei da rechts stehen und holen uns mal den 10er Medium erstmal. Okay, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, den FV zu flankieren, der mir vorhin eine 800er reingedrückt hat, weil wir haben ja noch eine Rechnung mit dem Kollegen offen, ne? Und wir wollen ja alle Rechnungen begleichen, so ist es. Als Ehrenmann, ne? Man kennt das. Wie du mir, so ich dir und so, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, erste Runde haben wir verloren, zweite Runde haben wir gewonnen. Und dann wollen wir mal gucken, was in der dritten Runde so passiert war. Wir lassen uns doch nicht lumpen, Freunde. Was ist denn da los mit euch? So. Dann nehmen wir mal 34 U oder was habe ich da gehört? Ach nee, bitte nicht. Oh. Hör mich doch bloß ob mit. So, na, einer. Freunde. Aber wenn ich diese Map sehe, na, da kriege ich die maximale Krise. Ich krieg tatsächlich die maximale Krise, wenn ich diese Map sehe. Diese Map bietet einem so wenig Möglichkeiten, das ist unglaublich. Ist eine große Map, aber hat sehr, sehr, sehr wenige Möglichkeiten, irgendwas zu veranstalten. Ja. Ach so, du wolltest mir unbedingt eine reindrücken, hast aber jetzt deinen Panzer riskiert dafür. Ja, das ist natürlich logisch. Das ist natürlich die Logik. Ja, die muss man erstmal verstehen. Ah, deine Arti wollte dir helfen. Da war der Akku ein bisschen schlauer, ne? Frühzeitig zurückgezogen, Kollege.
Ja. Ich glaube, ich gehe mal zurück. Base Dev ist angesagt. Na, hier übers offene Feld fahren. Schwierig. Vor allen Dingen hier hinten sind so Bäume und Büsche, da können die sich verstecken. Ist ja so ein kleiner Wald hier hinten, ne? Dann fährst du da rein. Die stehen schön im Busch. Ja, und dann wunderst du dich, warum du tot bist. Und zwar ganz schnell. Ganz schnell bist du tot, Junge. Und so schnell kannst du gar nicht gucken. Das gegnerische Team hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Junge, 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 bin ich mal um den halben Planeten gefahren, ey. Um jetzt hier anzukommen. Ich weiß nicht, Alter, ob du die Map passiv oder aggressiv fährst. Irgendwie macht diese Map überhaupt keinen Spaß. Ich weiß es nicht. Ich kann aus dieser Map irgendwie keinen Spielspaß generieren. Diese Map macht keinen Spaß. Diese Map macht gar keinen Spaß. Oh, unser Cobra schießt auf mich. Das finde ich ja total interessant. So, ein Ründchen können wir noch machen. Dann ist es soweit, Freunde. Ne? Checkt auch mal die Links in der Videobeschreibung für meine Social Media. Streaming-Kanal, Social Media und andere YouTube-Kanäle von mir findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt nehmen wir mal den K91er. Ach nee. Hör mich doch bloß ob. Dies kann doch nicht wahr sein. Okay. Ja, und das war schon die Grille, ne? Ja, Kreuzfeuer Map Deluxe. Zack, die Bohne. 800 HP weniger. Sehr schön. Der hier genauso.
Wundert euch nicht, ne? Ich habe seit ein paar Tagen Pollenallergie. Und da ist es ein bisschen schwierig, ne? Dieser Zustand hält bei mir circa 2,5, 3 Wochen. Oh, das war die Grille, die mich vorhin beschossen hat. Auf dieser Map ist es schwierig, längere Zeit Full HP zu bleiben, da diese Map aus sehr vielen Kreuzfeuerpositionen besteht. Also, die ist wirklich grausam, ne? Diese Map ist einfach grausam. Vor allen Dingen, wenn du hier oben ankommst, kassierst du dermaßen. Ja, ich bounce an dem. Come on. Freunde, seid doch nicht so. Zeigt euch doch mal. Okay. 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 Ist schon funny, Alter. Okay. Okay. Tja, sieht doch ganz okay aus, die Situation. Kann man noch mit leben.
Kann sein, dass er zu uns in die Basis will. Um sich die Arti zu schnappen. Kann aber auch sein, dass er hier hinten sich versteckt. Und das tut er. Ja. Haben wir 4 Runden gemacht. Davon 3 gewonnen, ne? Würde ich doch mal sagen. Alles easy peasy, lemon squeezy, Alter. Was ist denn los? Mit euch. Und ich hab schon erwähnt, ne? Abo da lassen, Like da lassen, Kommentare da lassen und Videos teilen. Das wäre super nett. Dankeschön. Nulli Dulli, Nulli Dulli, Nulli Dulli und alle Social Media in der Videobeschreibung. Bis dann. Tschüssikowski. Brudikowski. Um 75% Winrate kann man machen.